Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Baphomet 5. Wir schauen uns weiterhin in Hobson bzw. versuchen die Strom. Ich sah keine Veranlassung hinauszugehen. Den Strom lahmzulegen. Indem wir hoffentlich mit dem Aufzug, wo die Piemont jetzt draufsteht, schaffen werden. Abgeschlossen. Was verbaut sich wohl hinter der Tür? Mal gucken. Oh, nicht schon wieder. Yep. Das sollte es getan haben. Keine Ahnung, ob ich jetzt schnell genug bin. Offensichtlich. Es war zu spät, deinen Blick in... Ich. Und Lady Piemont hängt da einfach. Okay, Ich wollte mich nicht setzen. Ich hatte keine Lust, mich mit der riskanten Verkabelung da drin rumzuschlagen. Das heißt, wir dürfen irgendwas mit dem... Nochmal die Luft raus, Mr. Hobbs? Klar, von mir aus. Oder wir machen ihn besoffen. Ja, auch nicht schlecht. Reden wir mal ein bisschen Dean. Ich glaube, das habe ich ganz vergessen. Mr. Hobbs. Mann, was wollen Sie denn? Sie sollten nackig da auf dem Teppich liegen und Ihre Kronjuwelen blitzen lassen. Ja, ganz genau. Dürfte ich Ihnen vorher bloß ein paar Fragen stellen? Himmel, ein Modell, das sich schämt und schwätzt. Hab ich Geburtstag oder was? Ich habe einen Brief für Sie, Mr. Hobbs. Von der Modellagentur? Die Geißel meines Lebens. Modelle. Da wir gerade davon sprechen, wieso sind Sie noch angezogen? Ah, er hat noch drin. Nochmal die Luft. Danke. Wollte ich doch sagen. Verzeihung, Mr. Hobbs. Was denn? Wir zeigen ihm einfach mal alles durch. Das Hobbs zu zeigen würde... Das Hobbs zu zeigen wäre keine gute Idee. Das Hobbs zu... Darf ich vorstellen? Trevor. Wer ist Trevor? Meine Kakerlake. Sehen Sie mal. Schwierige Kindheit, was? Keks gefällig, Mr. Hobbs? Oh ja. Wieso nicht? Tigreck? Keine Schokokekse? Ich fürchte, nein. Marmeladenkringel? Sorry. Stroopwaffel? Nicht ohne Waffelschein. Nicht ohne Waffelschein. Er würde sich wohl nichts daraus machen. Das Hobbs zu zeigen, würde mich nicht weiterbringen. Das Hobbs zu zeigen, würde mich nicht weiterbringen. Es ist ein bisschen stickig hier drin. Darf ich was von dem Zeug sprühen? Brie? Grundgütiger, tun Sie's weg! Das ätzt mir ja die Farbe vom Bild! Okay. Ich höre, Sie haben das Gemälde restauriert, das vor kurzem in Paris gestohlen worden ist. Kann gut sein. Ein schönes Stück. Man riecht förmlich den Schmerz in jedem Pinselstrich. Kennen Sie einen Russen namens Medowski? Kennen Sie Medowski? Jeder aus der Londoner Kunstszene kennt Medowski. Und jeder aus der Londoner Kunstszene, der seine Kniescheiben liebt, weiß, wann es Zeit ist, die Klappe zu halten. Okay. Verzeihung, Mr. Hobbs. Medowski ansprechen. Was denn jetzt? Wie lange steht Lady Piemont schon als Modell in Ihren Diensten? In meinen Diensten? Eher auf mich.
was dieses Nackigmachen betrifft. Mann, was denn nun? Angst, dass er ihn vor Kälte nach innen schlüpft? Nein, es ist bloß... Das erste Mal? Alles ein bisschen peinlich? Also, wenn's hilft, machen wir uns halt alle nackig. Nein, auf keinen Fall. Na ja dann, was soll das Gezicke? Zeigen Sie dem Affen die Nüsschen. In meiner Familie hieß es immer, wenn eine Sache es wert ist, getan zu werden, dann tu sie anständig angezogen. Ich dachte, Sie sind Restaurator, aber was Sie da malen, ist ja ein ganz neues Bild. Naja, schauen Sie, manche Kunden wollen ein Bild, das sie nicht besitzen, ganz neu gemalt, wenn Sie verstehen. Leider nein. Schon gut, Sonnenschein. Selig sind die Armen im Geiste. Ich werde Sie jetzt mal wieder malen lassen. Sie sind zu gütig. Und er versteht es nicht, ernsthaft. Der Aufzug war zwischen den Stockwerken. Lady Piemont wollte netterweise den Klapp... Wie bringen wir Hobbs jetzt eigentlich zum Trinken? Das ist eine große Frage. Oh, nicht schon wieder. Ein leeres Klicken und nichts tat sich. Ohne Strom fuhr der Aufzug nirgends hin. Aber na bitte, reicht. Zurück an die Arbeit. Ich beschloss definitiv zu warten, nicht, bis Hobbs wieder malte. Das wird wieder einer von diesen Tagen. Ah. Der Tropfen hatte das Fass zum Überlaufen gebracht. Hobbs war hackestrack. So bekommen wir ihn also. Wasser des Lebens haben wir auch freigeschaltet als Achievement. Die arme Lady Piemont. Na los, Georgie, lauf mal ein bisschen schneller hier. Jetzt oder nie. Gut, dass er da noch ein bisschen rumsteht. Das war eine von Hobbs Skizzen. Das war eine von Hobbs Skizzen. Der Po kommt mir aber bekannt vor. Noch mehr Skizzen von Hobbs. Das Modell kannte ich doch. Tja, es war nicht La Maledictio. Es schien allerdings eine Studie eines Bildausschnitts zu sein, des Ouroboros. Aber in der Mitte der Zeichnung war irgendetwas anders. Ich dachte, die Skizze könnte ich brauchen und nahm sie mit. Zum Kuckuck, ich hab doch gesagt, die Mappe ist privat! Wie? Wie lustig! Wie damals, als Sie noch Privatdetektiv waren, George. Sie sind gar keine Modelle? Nein, Mr. Hobbs. Sie können kein Bulle sein. Sie sind nicht blöd genug. Und was zum Teufel suchen Sie in meinem Atelier? Wir ermitteln im Kunstraub des Gemäldes La Maledictio. Ich sagte ja, ich hab's nur restauriert. Ich lebe davon, vom Restaurieren. Und diese Skizzen? Studien, bei der Restaurierung gemacht. Weiter nichts. Ich hab nichts mit dem zu tun, was passiert ist, nachdem es mein Atelier verlassen hat. Woher sollte ich wissen, dass Henri deswegen sterben würde? Moment mal, woher wissen Sie denn, dass Henri tot ist? Sehen Sie mal, er und ich kannten uns schon ewig. Le Lézard Bleu lief nicht gut, also habe ich ihm das Bild vermittelt. Das hätte alles nicht passieren dürfen. Aber es ist passiert, Hobbs. Ihr Freund ist tot. Hören Sie, ich helfe Ihnen gern, aber dieser Schlamassel ist mir eine Nummer zu groß. Was wollen Sie denn wissen? Das fragen wir ihn dann am besten beim nächsten Mal. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns dann. Bis dann.